Hey Leute, hier ist Julian. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin Luis. Julian ist gerade irgendwie aufs Klo gegangen oder so. Der ist ganz schön lange weg, deswegen bin ich jetzt einfach mal hier bei Roblox unterwegs. Und keine Ahnung, warum seine Frisur keine Haare hat. Aber egal, dann spiele ich jetzt einfach mal so. Und ich glaube, hier ist der Startpunkt. Und es beginnt erstmal, dass ich hier über diese Vierecke drüber springen muss. Das geht ja schon mal ganz schön einfach. Boah, krass. Das ist ja ein Riesendino. Das ist ein T-Rex. Ich finde Dinos so cool. Den muss ich mir auf jeden Fall mal von der Nähe angucken. Wow, der ist so groß. Rah, rah, ich bin ein T-Rex. Was ist das hier? Sind das auch Dinos? Oh, nee, aber da gehe ich lieber nicht rein. Ich muss ja hier lang, sagt der Pfeil. Na, dann mache ich das mal. Hier über den Block und über den nächsten. Die sehen aus wie so Käseblöcke ein bisschen. Ich liebe Käse. Mmh. Oh, das ist aber auch ganz schön bunt hier. Boah, geht das so hoch? Wow. Oh, das schafft ja kein Mensch. Und vor allem schaffe ich das bestimmt nicht, bevor Julian wieder da ist. Aber ich versuche mich mal hier, ein bisschen zu beeilen, dass ich hier weiterkomme. Und wie geht's hier weiter? Ach, wo wir eben schon bei Essen waren, die erinnern mich so an M&M's oder Smarties. Auch mega lecker. Jetzt muss ich mich für eine Tür entscheiden. Elefant oder Katze? Oh Mann, ich kann mich gar nicht entscheiden. Das ist beides so cool. Ich glaube, ich nehme mal den Elefanten. Ah, das war auch scheinbar die richtige Entscheidung. Was gibt's hier jetzt? Eine Kuh oder ein Schwein? Ich finde Kühe cooler. Oh, das Spiel anscheinend nicht. Okay, das erste war Elefant. Und als nächstes beim Schwein lang. Oh Mann, noch eine Entscheidung. Da haben wir einen Affen oder was ist das? Eine Hase oder ist das auch eine Katze? Keine Ahnung, finde ich komisch. Ich nehme den Affen. Yay, ich habe es schon wieder geschafft. Dann geht's jetzt hier rüber. Die darf ich auch nicht berühren, das weiß ich. Hä? Oh, was passiert denn hier? Naja, ich gehe einfach mal auf gut Glück hier lang. Und hier muss ich rüberspringen. Ha, das habe ich mir gemerkt. Und, oh nein, oh nein, ich bin runtergefallen. Zum Glück war direkt ein Checkpoint hier vor. Dann kann ich hier jetzt etwas vorsichtiger langlaufen, drüber springen. Und schon bin ich wieder beim nächsten Checkpoint. Okay, hier kann ich mir auch schon denken, was passiert. Das sind definitiv solche Wippen. Oder auch nicht. Naja, war wohl einfacher, als ich dachte. Wow, das ist ja Wednesday. Das darf Julian auf gar keinen Fall sehen, sonst würde er nur noch diese Obby spielen und nicht diese coole hier. Wir wollten eigentlich einen Wettbewerb machen, wer zuerst die Obby schafft. Da gehe ich lieber schnell weiter, bevor er wiederkommt und das sieht. Und, ach, das war aber knapp. Fast hätte ich den Checkpoint nicht erreicht. Wow, sind das Palmen? Da bekomme ich richtig Lust wieder auf Sommer. Im Moment ist ja noch Winter. Das ist mir auch viel zu kalt. Ich finde Sommer viel cooler als Winter. Und ihr? Da sind wir direkt vom Sommerurlaub ins Weltall gekommen. Das ist ja eine voll coole Galaxie hier. Darf man das... Ja, ich bin hier einfach mittendrin und das ist die Erde und der Mond. Und das ist auf jeden Fall ein UFO. Ich hoffe, das befindet sich aber nicht wirklich so in der Nähe von der Erde. Auf eine Alien-Invasion hätte ich jetzt keine Lust. Das hier sieht aus wie ein Fluss. Hätte ich gedacht, dass man hier entlang geschwemmt wird, aber nein, man kann ja einfach drüber springen. Hier definitiv die gelben Blöcke nicht berühren und auch hier den nächsten Checkpoint erwischt. Ich sehe gerade, ich bin schon auf Stufe 16, aber es sind erst 2,5% der gesamten Obby geschafft. Oh Mann, das dauert ja ewig, bis ich hier durch bin. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und diese Teile sehen aus wie Nachos. Oh Mann, bei dieser Obby kriegt man auch richtig Hunger. Mal schauen, ob Mama heute Nachos macht. Und wenn nicht, dann ärgere ich... Oh, ich hab's nicht geschafft. Naja, egal. Zurück zu den Nachos. Wenn Mama sagt, die macht keine Nachos... Ne, och, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft. Ich denke so viel an Nachos.
Okay, ich schaff's dir erstmal rüber und dann rede ich weiter, was ich über die Nachos sagen wollte. Oh Mann, ich krieg das einfach nicht hin. Das ist definitiv die schwerste Stage bisher. Okay, volle Konzentration und rüber. So, und einmal noch und geschafft. So, und jetzt zurück zu den Nachos. Wenn Mama mir mal keine Nachos machen will, dann nerv ich sie einfach so lange, bis sie es doch macht. Und hier weiter die Blöcke hoch. Das ist auch wieder ein Klacks. Yes, geschafft. Hier muss ich auf jeden Fall drauf achten, nicht in diese Löcher reinzufallen. Aber auch das war gar kein Problem für Luis. Haha. Ich werde auf jeden Fall diese gesamte Obby ohne Probleme schaffen. Wahrscheinlich nicht, bevor Julian wieder da ist. Oh, oh, oh nein. Also so schaffe ich das auf jeden Fall nicht, wenn ich weiter solche blöden Fehler mache. Aber jedem passieren mal Fehler. Das ist gar nicht so schlimm. Man kann es hier einfach immer wieder versuchen. Und blau und grün und gelb und rot und ich hab's geschafft. Nächster Checkpoint. Und was ist hier los? Okay, hier muss ich ein bisschen drauf achten, vernünftig um die Kurven rumzukommen. Aber auch das ist kein Problem für Luis. Oh, wow, wie soll man das denn schaffen? So weit kann ich doch gar nicht springen. Ich verstehe das nicht, was soll ich tun? Ich muss hier doch irgendwie draufkommen, oder nicht? Oh, da habe ich mich wohl vertan. Ich dachte, ich müsste auf diese weißen Rechtecke draufspringen. Aber ich muss sie eigentlich vermeiden. Das war ja fast unsichtbar. Aber auch das habe ich geschafft. Oh, da bin ich volle Möhre einfach daneben gesprungen. Das war kein Glanzmoment für mich. Okay, gibt es hier irgendwelche Besonderheiten? Einfach auf die roten Striche achten und versuchen nicht zu berühren. Yes! Und wieder ein neuer Checkpoint. Das erinnert mich ja auch alles so ein bisschen an den Sportunterricht, wenn wir da wieder Gerätetouren machen. Da muss man auch einfach über irgendwelche Hindernisse drüber springen. Wow, das geht hier ganz schön steil nach oben. Puh, zum Glück habe ich keine Höhenangst. Hier muss ich jetzt einfach runterspringen. Und hier sind schon wieder solche fast durchsichtigen Kästen. Vor allem, wenn sie blau sind, ist das bei dem Himmel ganz schön schwierig zu erkennen, wo ich hinspringen muss. Blau schon wieder, lila, gelb und der nächste Checkpoint. Und ich bin jetzt schon bei Stufe 32. Wow, immer noch erst 5% der gesamten Obby. Die ist ja echt riesig. Okay, vorsichtig hier rüberspringen und wieder der nächste Checkpoint. Das hier sieht auch schon wieder so käsig aus. Oh Mann, ich habe echt Hunger. Das hier ist auch ganz schön gemein. Die Teile, die man nicht berühren darf, haben fast die gleiche Farbe wie der Boden. Da muss man echt ein ganz schön gutes Auge haben, um da dran vorbeizukommen. Okay. Und noch ein Sprung und geschafft. Und hier folge ich jetzt auf jeden Fall den Pfeilen am Boden. Wie, da soll ich jetzt hochspringen? Okay, das war doch einfacher, als ich gerade dachte. Und wieder ein Checkpoint. Jetzt versuchen hier, oh, und ich sag's noch, über die Balken rüber zu springen. Beziehungsweise auf die Balken zu springen. So, und der nächste. Noch einer und noch einer. Und geschafft. Cool, jetzt können wir hier auf den Baum draufklettern. Das sind ja fast wie Äste, wo man immer die nächste Stufe erreichen muss. Wie hoch geht das hier denn noch? Dann habe ich ja nachher einen richtig guten Überblick über die ganze Obby, wenn ich oben ankomme. Ja, jetzt bin ich hier oben. Da können wir mal gucken, was es hier eigentlich so alles gibt und wo ich schon gewesen bin. Da sind die Tiere, wo ich aussuchen musste, wo ich durchgehe.
Dann... Oh, und da ist der T-Rex. Ich kann ihn von hier richtig gut sehen. Wenn ich mir das so angucke, was ich jetzt schon alles geschafft habe und was hier alles noch kommt. Wow, das dauert echt richtig, richtig lange. Ich habe auch noch auf dieser unteren Stufe noch gar nicht alles geschafft. Ja, ganz sicher noch nicht bei diesem komischen Gesicht da. Dann werde ich ja wahrscheinlich gleich wieder irgendwo runterfallen oder runterspringen. Oh, muss ich mich jetzt für eine Farbe entscheiden? Ich nehme gelb. Hey, cool, das ist ja eine Rutsche. Oh. Oh, doch, ich hab's geschafft. Ich dachte, ich hätte verloren, aber nein. Wurde einfach nur zum nächsten Checkpoint teleportiert. Okay, hier ist jetzt tatsächlich das der Fall, was ich vorhin schon mal dachte. Dieses Mal muss ich auf die Kästen drauf springen. Und geschafft. Okay, hier springe ich am besten erstmal auf die Seiten. Und ein Dreieck nach dem anderen. Auch geschafft. Okay, hier wieder nicht die Blöcke berühren. Gar nicht so einfach. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann kann ich das besser sehen. Oh, jetzt bin ich einfach direkt reingelaufen. Ach Mensch. Oh Mann. Das ist auch gar nicht so einfach hier. Mann, wieso berühre ich die denn die ganze Zeit? Okay, nur noch 3, 2, 1 und oh, zum Glück geschafft. Das fand ich echt doof. Ich mag lieber, wenn ich einfach etwas direkt schaffe und nicht es immer wieder versuchen muss. Sonst dauert das auch immer so lange. Und dann schaffe ich hier gar nicht alle Level, bevor Julian wieder da ist. Apropos Julian, was braucht er eigentlich so lange? Sehr komisch. Oh, ich bin ja schon auf Stufe 45. Oh, oh, nicht zu lange nachdenken und reden. Anscheinend verschwinden hier diese Röhren. Okay, Moment, das muss ich mir nochmal anschauen. Okay. Sie verschwinden, wenn ich sie berühre. Puh, geschafft. Ist das hier dann auch der Fall? Nein, hier kann ich einfach rüberlaufen. Das war ja einfach. Ich würde sagen, ich werde noch bis Stufe 50 hier weiterkommen und dann mache ich erstmal eine Pause. Das ist auch ganz schön anstrengend, so lange zu zocken. Vielleicht können Julian und ich ja gleich noch irgendwie nach draußen gehen und ein bisschen Skateboard fahren oder so. Wir können ja auch zu mir nach Hause und Mama fragen, ob sie uns Nachos macht. Hier verschwindet auch schon wieder alles, aber ich habe es geschafft. Und ich bin jetzt bei Stufe 50. Nein, doch, ich habe 50 Stufen geschafft. Dann werde ich hier jetzt erstmal eine Pause machen. Schaut euch mal diese Mega-Obby an. Da werde ich bestimmt nochmal weiterspielen. Jetzt habe ich zwar für Julian weitergespielt, aber wenn ihr ein Like da lasst, dann zählt das natürlich für Luis. Haha. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!